Ich habe heute Morgen einen Wasserläufer gesehen. Dann hatte ich Sandy nicht sofort dabei und als ich wiederkam, naja, da war er weg. Ich habe deswegen mal aus Wikipedia ein ähnliches Bild geholt, was ich gerne fotografiert hätte. Man sah das so schön. Wasserläufer sind ja Insekten, die nicht schwimmen, sondern die die Oberflächenspannung ausnutzen. Und jetzt guckt mal hier, wie sich das Wasser eindellt, da wo die Füßchen sind. Und Oberflächenspannung ist wieder eine Art Spannung. Das hat nichts mit Materialspannungen zu tun. Wer da nochmal nachgucken will zur Unterscheidung oder elektrischen Spannung, hier oben füge ich Links an. Kann man ruhig draufklicken, dann bleibt dieses Video stehen, dann kann man sich da kurz informieren und dann geht es hier weiter, wenn man dann wieder auf dieses Video geht. Wir kennen das alle, die Oberflächenspannung eben von solchen Wasserläufern, wer die schon mal gesehen hat. Man kann sich dieses Bild hier, das jetzt mal vereinzelt, könnte man sich als Wasser aus vielen Wassertropfen bestehen, so vorstellen, dass wenn der Wasserläufer hier drauf tritt, ein Wassertröpfchen aufgrund der ziehenden Kräfte, die an der Oberfläche des Tröpfchens wirken, diese Delle hier wieder rauszieht. Hier wirken also F-Force, ne, die Kräfte, die ziehen das wieder glatt. Als Modellversuch kann man eine Wasserbombe nehmen und mal mit dem Finger vorsichtig reinpieken, ohne dass es zerplatzt. Und da sieht man, dass dieser eindellende Effekt genauso ist. Es ist also als Modell nur vergleichbar. Und man sieht dann, dass die Gummiblase außen, also der Luftballon ist es ja eigentlich, dass die Kraft des Luftballons den wieder glatt zieht. Beim Wassertropfen kann man in verschiedenen Phasen, allerdings muss man schnell sein und sehr genau hinschauen, das Umgekehrte, aber auch aufgrund der Oberflächenspannung beobachten. Und zwar, wenn sich der Wassertropfen ablöst, dann zieht er ja noch an dem Rest Wasser, der vielleicht an dem Wasserhahn oder wo es auch immer tropft, ist. Und die Oberflächenspannung gleicht diese Spitze, die vom herab, also vom der schwere Tropfen fällt herab und zieht nach oben, wird nach oben praktisch von dem Restwasser Kohäsion, ne, gehalten. Kohäsion, Adhäsion werde ich wahrscheinlich hier noch einen Link anfügen. Und aufgrund der Oberflächenspannung macht er sich dann rund. Die Oberflächenspannung entweder als Gamma, meistens als kleines Sigma bezeichnen, heißt demzufolge, weil es um Kräfte geht, die aber in Längenrichtung wirken, F durch L. Die Einheit ist logischerweise F wie Newton und L wieder pro Meter. Typische SI-Einheit. Und wenn ich Newton als Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde auffasse und nochmal durch Meter teile, dann fliegt das entsprechend raus und dann kann man sich dann diese Einheit vorstellen. Die ist aber viel logischer, ne? Wenn ich sage F durch L, Newton pro Meter. Ja, weshalb ist Oberflächenspannung so bedeutsam? Naja, es gibt zwei verschiedene Aspekte. Und deswegen stellen wir uns jetzt mal die Frage, wie und warum die Oberflächenspannung verringern. Der eine Aspekt auf der linken Seite ist, wenn ich etwas reinigen möchte. Ich nehme mal hier so einen Schmutzteufel, der auf der Oberfläche irgendwo eines Kleidungsstückes oder sonst wo ist, dann geht der aufgrund der Adhäsion relativ schwer ab. Jetzt muss man sich so vorstellen, dass Tenside, Tensor heißt das Spannende, also etwas spannend. Tenside wirken dem entgegen, dass die Tenside praktisch die Adhäsionskräfte sozusagen unterwandern können. Anders gesagt, das Wasser, was hier gerne drunter wollte unter den Schmutzteufel, das Wasser kann aber nicht aufgrund seiner Oberflächenspannung. Die Tenside machen das Wasser sozusagen weicher und es kann hier drunter. Es gibt noch eine andere Variante, die Oberflächenspannung herabzusetzen, und zwar durch Erhöhung der Temperatur. Ich habe mal nochmal aus Wikipedia, habe ich mal ausgewählte Oberflächenspannungen, ne? Hier heißt es nicht Newton pro Meter, weil das so wenig ist, sondern Millinewton. Also 10 hoch minus 3 Newton. Milli, hier nochmal schnell. Ein Millimeter ist ein Tausendstel Meter. Ich kann aber Tausendstel auch ausdrücken als 10 hoch minus 3 Meter. Und das ist ein Millimeter. Das ist das Gleiche. So, und jetzt sehen wir also das. Bei Erhöhung der Temperatur hier unten bitte. Wasser hat bei 20 Grad Celsius 72,75 Millinewton pro Meter. Es zieht immerhin, ne, Tausendstel. Es ist noch da. Also es ist merkbar. Und wir merken es ja auch, sonst könnten die Wasserläufer nicht auf der Oberfläche daher rennen. Wie gesagt, nichts mit Auftrieb zu tun. Statischer Auftrieb ist was anderes.
So, und wenn ich jetzt die Temperatur auf 80 Grad Celsius erhöhe, hat es bloß noch 62,6 Millinewton pro Meter. Ha! Dann könnte man sagen, naja gut, okay, dann machen wir eben alles heiß und dann können wir besser putzen. Stimmt aber nicht ganz. Wenn ich tatsächlich Seife oder Waschmittel oder sonst was dazufüge, oder Spülmittel oder Haarwäsche, da sind überall Tenside drin, dann kann ich die Oberflächenspannung drastisch herabsetzen. Ich weiß jetzt nicht den Wert, aber es ist drastischer. Gucken wir uns mal an, dann sagen wir, dann putzen wir eben nicht mit Wasser, sondern zum Beispiel mit Ethanol, also mit Alkohol. Naja, besser könnte man trinken oder was auch immer, jedenfalls. Der hat eine sehr geringe Oberflächenspannung gegenüber dem Wasser, ne? Ja, das ist nur ungefähr ein Drittel. Demzufolge lässt sich mit Ethanol besser putzen. Aber, oder Aceton oder was auch immer. Allerdings sind die Dämpfe nicht gut für uns, dann lassen wir es lieber. Es gibt aber zum Beispiel Pentan und Hexan, das sind Benzine, die nimmt man als Reinigungsbenzin, auch in der Reinigung. Da ist es natürlich dann abgeschlossen unter Luftabschluss, da wird keiner dran ersticken oder die Dämpfe einatmen. Und es ist logisch, warum nehmen die die? Weil sie wahrscheinlich das Reinigungsstück nicht heiß machen können und demzufolge auf diese Art mit geringen Oberflächenspannungen arbeiten. Das bis dahin. Was hat das jetzt aber mit der Biologie bzw. mit der Medizin zu tun? Naja, das ist wichtig beim Atmen. Ich habe das mal jetzt etwas modellhaft vorgestellt. Ich komme gleich auf diese Worte nochmal zu sprechen. Ein Lungenbläschen ist ja umschlossen von entsprechenden Gefäßen. Mir geht es jetzt darum, wie der Sauerstoff ins Blut kommt. Mal ein bisschen vergrößert, alles sehr unmaßstäblich natürlich. Wenn so ein Sauerstoffmolekül gerne hier rein möchte, also durch die Grenzschicht möchte, hat es aufgrund der Oberflächenspannung, wir haben ja letzten Endes feuchte Lungenbläschen und Oberflächenspannung des Blutes, was ja auch Wasser ist, ein Problem da reinzukommen. Da gibt es dann Surface Active Agents. Das sind kleine Zellen, die produzieren entsprechende Tenside, wieder mal, das ist ein Kunstwort, ne? Surfactant. Sind nichts weiter als Tenside, bestehen aus irgendwelchen Lipiden oder sonst was. Das wisst ihr besser als Mediziner als ich. Und die verringern wieder die entsprechende Oberflächenspannung, sodass das Sauerstoffmolekül es leichter hat, da reinzukommen. Puh, ich hoffe, dass ich ein bisschen von der Physik mal auf die Medizin greifen konnte und zum Verständnis des Ganzen beigetragen habe. Wie gesagt, hier oben immer auf die Links achten, beziehungsweise jetzt zum Schluss werde ich noch Links anfügen, die dann nochmal auf diese Playlist medizinische Physik führt, beziehungsweise andere interessante Dinge. Gut, ich hoffe, es geht euch gut und es geht euch jetzt noch ein bisschen besser. Bis dann, tschüss.